wie gerade in dieser Saison. Auch deshalb brachte dieses Spiel eine besondere Pikanterie, nämlich das Duell der Trainer Hans Krankl gegen Otto Baric. Hans Krankl ist ja als nächster Salzburg-Trainer im Gespräch. Bei den Salzburgern fehlte der noch immer verletzte Libero Heribert Weber. Dafür war Jurcevic, der fraglich gewesen war, dabei. Und Jurcevic spielt gemeinsam mit Sabitzer Sturmspitze statt Heribert Weber Wilfurt, also Libero. 1500 Zuschauer sehen zu Beginn eine leicht feldüberlegene Mannschaft von Casino Salzburg, weil auch die Sturmspitzen der Mödlinger den Ball nicht immer unter Kontrolle bringen und so für eine leichte Feldüberlegenheit, man muss das unter Anführungszeichen sehen, der Salzburger sorgen. Das ist Mittelfeldspieler Rheinmeier und ein guter Schuss, auch gut gehalten von Zitkov im Tor von Mödling. Hier noch einmal im Mittelfeld Rheinmeier, auch Pfeifenberger bewacht von Zisser und Feiersinger sowie Stadler links im Raum. Zitkov hier mit einer guten Aktion. Das ist der Libero Wilfurt gegen Brankovic. Kann sich hier durchsetzen. Heiling, korrekte Attacke, aber trotzdem Freistoß gegeben von Schiedsrichter Rudolf Finzinger. Einige Turbulenz im Strafraum der Mödlinger. Nicht immer haben hier die Mannen vor Libero Heiling die komplette Übersicht. Hier noch einmal dieser Freistoß, kurz abgewehrt von Wurz. Da hat Torhüter Zitkov einige Schwierigkeiten, wird auch vom Pfeifenberger gestört, aber zum Glück kein Tor für die Mannschaft von Hans Krankl. Brankovic gegen Garger, bei den Salzburgern Leiner als Kapitän und Manndecker gemeinsam mit Garger. Noch immer Brankovic, kommt auch an Ergovic vorbei, gute Möglichkeit. Mader, Heber und Otto Konrad im Tor von Salzburg. Gute Stimmung auf den Rängen, prächtiges Fußballwetter in Mödling. Eigentlich hätte sich dieses Spiel mehr Zuschauer verdient. Robakiewicz. Und ein guter Versuch hier von Barisic, dem Mittelfeldspieler, in den Reihen der Mödlinger. Feiersinger. Abgefälschter Ball von Mara. Sergiucevic ist da. Und eigentlich recht glücklich jetzt das 0:1 in der 25. Minute durch Jurcevic. Da kann Otto Baric vom Glück sagen, dass er diesen Spieler einsetzen kann, der zuletzt gezeigt hat, dass er gut in Form ist, diese Situation sehr schnell begreift und Zitkov keine Chance lässt. Damit scheint der Kampfgeist der Krankl-Mannschaft eigentlich nur noch mehr zu erwachen. Marasek, guter Schuss, gut gehalten. Jetzt wird das Tempo größer. Schiedsrichter Finzinger hat einige Schwierigkeiten, immer die Übersicht zu behalten. Da regt sich natürlich auch der Trainer auf, Hans Krankl. Wurz und Mader bekommen bei den Mödlingern die gelbe Karte, war ansonsten das Spiel fair. Robakiewicz, Manndecker heute aufgestellt mit einer überzeugend guten Leistung und einem herrlichen Schuss zum Ausgleich vor der Pause für die Mödlinger. Robakiewicz, der gemeinsam mit Kalajitschew Manndecker spielt, löst sich hier einmal. Er setzt eigentlich aus dem Hinterhalt angreifend immer die Akzente im Mödlinger Spiel, da ja bei den Mödlingern Nawrocki, der Spielmacher, fehlt. Entschlossen das Gesicht von Hans Krankl zur Pause. Gibt seiner Mannschaft neue Direktiven, man spielt nun direkt danach vor, steiler. Die Salzburger dadurch mit einigen Kontermöglichkeiten. Hier wieder ein abgefälschter Ball, wieder zu Jurcevic, der zu Sabitzer. Und nach 46 Sekunden der zweiten Hälfte, Salzburg geht in Führung, das 1:2 im Mödlinger Stadion. Hier noch einmal Jurcevic, der Ball wird abgefälscht. Sabitzer ist da völlig allein, natürlich, das muss sein Tor sein. Aber vehemente Gegenangriffe jetzt der Mödlinger. Wurz. Ja, Konrad nimmt hier den Ball, der ihm von Leiner zugespielt wurde. Und der Schiedsrichter Rudolf Finzinger sieht dieses nicht. Hätte müssen indirekten Freistoß im Strafraum geben. Zu Schaden kommt sein Linienrichter, wird mit Bier übergossen. Und die nächste Chance nach Flanke von Stadler, wieder für Sabitzer. Dann wird gewechselt. Er und Ergovic verlassen das Feld. Reisinger und Winkelhofer kommen. Aber der Druck der Mödlinger wird stärker. Mit dem Kampfgeist kommt auch gutes Spiel. Herrliches Doppelpassspiel von Mader. Aber er scheitert an Otto Konrad. Wurz. Mit vollem Risiko jetzt nun die Mannschaft von Mödling und Eckball. Die Nervosität rund um Wilfurt steigt. Mader. Barisic völlig allein.
Und der verdiente Ausgleich in der 76. Minute. Eckball von Mader. Man sieht das jetzt ganz genau. Hier wird Zisser gestoßen. Macht aber nichts, denn Barisic ist allein und der Ausgleich zum 2:2. Marasek, jetzt einige Hektik im Spiel. Viele Fouls. Barisic wieder völlig allein. Und Konrad. An ihm richtet sich jetzt die Salzburger Abwehr auf und der Zorn von Barisic ist verständlich. Garga gegen Brankovic, Foul gibt hier Schiedsrichter Rudolf Finzinger. Konrad hat die Mauer gestellt, Barisic, ein super Tor! Und gibt es das? 81. Minute, der Jubel der Mödlinger ist verständlich. Sie kämpfen ja noch um einen Platz im mittleren Playoff, im Meisterplayoff, pardon. Ein herrlicher Fleischstoß von Barisic. Ohne Chance Konrad, der hoch hinaufsteigt, aber diesen Ball nicht erreichen kann. Ist das schon die Entscheidung? Brankovic. Foul von Feiersinger an Marasek. Gelbe Karten gab es schon für Leiner und Garga. Jetzt gibt Schiedsrichter Finzinger auch Feiersinger die gelbe Karte. Zuvor hatten die Salzburger einige gute Möglichkeiten. Und hier pfeift der Schiedsrichter Elfmeter. Rühmkorff ist durch die Luft geflogen. Nach einem Zweikampf mit Pfeifenberger. Schauen wir, wie das aussieht. Achtung jetzt auf diese Szene. Ja, Pfeifenberger schiebt ein bisschen an. Rühmkorff nützt die Gelegenheit. Es gibt Elfmeter. Und Zisser, das 4:2 in der 85. Minute. Das ist die Entscheidung zugunsten Mödlings. Die Mannschaft von Krankl gewinnt 4:2. War verdient. Wir haben 70 Minuten praktisch Spiel kontrolliert, 2:1 geführt und dann haben unsere erfahrenen Spieler in 20-30 Sekunden zwei gelbe Karten bekommen und unglaubliche Fehler in Abwehr, wo haben wir praktisch mit drei Standardsituationen aus Ecke, Elfmeter, Freistoß, alles bekommen im Tor, was normal eine Mannschaft, was will Meister sein oder was will unbedingt oben spielen, darf nicht passieren. Wir haben heute hier Salzburg deklassiert. Das war zu Recht verdient, spielerisch, läuferisch, technisch deklassiert, obwohl Salzburg zweimal in Führung war. Ja, Hans Krankl, wie er lebt und lebt. Spiel 3, also Torwette 4:2 und Tipp 1. Und Gustl Starek, nächste Woche geht's gegen Mödling. Ein besonderes Spiel für Sie gegen den Hans Krankl auf der anderen Betreuerbank? Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen unbedingt Punkte, Mödling auch. Aber man sieht, was ein guter Trainer in Mödling bewerkstelligen kann. Lob von Gustl Starek für den Hans Krankl, mit dem er sicher nicht immer ganz grün war und grün im besonderen Fall diesmal. So, wir kommen zu den Ergebnissen. Austria gegen Admira Wacker 3:2, Innsbruck gegen LASK 3:3, Sturm Graz Sportclub 0:3, Stahl Linzsteier 2:0, St. Pölten Rapid 1:1, Mödling gegen Salzburg 4:2. Die Tabelle, weiterhin Innsbruck vorne, jetzt aber punktegleich mit der Austria, einen Punkt zurück Salzburg, dann der Sportclub Rapid, Admira St. Pölten, Steyr und Mödling trennt nur noch ein Punkt vom sogenannten Strich. In der Torschützenliste Danek mit 17 Toren vor Pfeifenberger und Vastic, Janeschitz nach 3 Toren mit 9 Treffern an 4. Stelle. Und nächste Woche spielen